218.000 Flüchtlinge sind alleine im Oktober über das Mittelmeer nach Europa gelangt. Das sind die Zahlen des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen. Tausende stehen auch heute Nacht wieder an der Grenze zwischen Deutschland und Österreich. Das Flüchtlingsdrama versagt die Große Koalition. Meine Gäste sind Ralf Stegner, der stellvertretende Bundesvorsitzende der SPD, lehnt Transitzonen als Haftlager kategorisch ab. Die seien weder human noch verfassungskonform. Norbert Blüm ist bei uns CDU-Urgestein. Er hat jüngst die Kanzlerin verteidigt. Auf Angela Merkel bin ich stolz, weil mit Zäunen lässt sich das Chaos in der Welt nicht ordnen. Richard Sulik neben ihm, slowakischer Europaabgeordneter, widerspricht. Zäune sind die einzige Lösung, sagt er, wenn Europa in 50 Jahren noch so wie Europa aussehen soll. Bitte schön, es ist doch Absurdistan. Wenn die Menschen so behandelt werden, wie der Herr Mayer das gerade sagt, wer von denen würde denn dann in die Transitzone kommen? Niemand. Die kommen alle über die grüne Grenze, was sowieso die meisten tun. Dann müssen sie die Grenze bewachen. Deswegen, ja, am besten noch Zäune bauen und am besten noch schießen. Ja, dann müssen sie Zäune bauen. Na, und? Warum ist das absurd? Darf absurd ich mal sagen, ist das, was sie jetzt machen. Das Gegenvorschlag. Absurd ist das, was Deutschland die letzten zwei Monate macht. Das ist absurd. Herr Sulik, die ganze Welt fasst sich an den Kopf, was Deutschland in den letzten zwei Monaten veranstaltet. Absurd ist zu sagen, wir sind nicht in der Lage, unsere Grenzen zu bewachen. Ein Land, das seine Grenzen nicht bewachen kann, wird von Weicheiern regiert. Entschuldigung. Das ist absurd. Entschuldigung, also der eiserne Vorhang war eine sehr sichere Grenze. Aber das ist ein großer Unterschied, weil der Vorhang war dafür, dass die Leute nicht raus dürfen. Aber sie sollen eine Grenze bauen, dass nicht die ganze Welt reinkommt. Das ist doch ein Unterschied. Herr Sulik, also vielleicht mit dem Blick von außen, haben Sie denn verstanden, ob man so eine Transitzone bauen kann, ohne dass man die Grenzen dann schließt und dass man dann dieses Lager auch bewacht? Die Grenzen muss man sowieso schließen. Das, früher oder später kommt das. Aber man muss sie nicht in Deutschland schließen, man kann sie auch an der Schengener Grenze schließen. Das wird sowieso kommen, das muss kommen, sonst kommt die ganze Welt nach Europa und Europa ist nicht in der Lage, die ganze Welt zu beherbergen. Das ist das Erste. Und das Zweite, die Transitzonen, wenn man sie direkt an der Grenze baut, dann sind sie doch grundsätzlich von der einen Seite offen. Also hat es doch nichts mit einer Haftanstalt zu tun. Es wird natürlich komisch aussehen, eine Transitzone, die ist nach Deutschland ist sie geschlossen und nach Österreich offen. Und deswegen soll man die Transitzone an den Schengener Grenzen bauen. Ja. Das ist die Lösung. Herr Sulik hat sich gemeldet, warum? Ja, ich habe mich deswegen gemeldet. Da gibt es doch diese Verfassungsänderung von 93, der Artikel 16a Absatz 2. Und der sagt, dass Menschen, die aus sicheren Drittländern kommen, haben grundsätzlich keinen Anspruch auf Asyl. Und dazu gibt es eine Entscheidung des Deutschen Verfassungsgerichts von 96 und unter Punkt 98 oder 97, die Entscheidung, das ist Nummer 7, ich hoffe, ich irre mich in diesen Zahlen nicht, aber es gibt von 96 diese Entscheidung des Verfassungsgerichts, dass dieser sagt, wenn niemand, der nach Deutschland nicht per Schiff oder nicht per Flugzeug kommt, hat Anrecht auf Asyl, das ist eindeutig festgelegt. Und Sie handeln verfassungswidrig, alle beide. Die Bundeskanzlerin, ich verteidige Sie wirklich nicht jeden Tag, aber sie hat in einer Geste, die ich völlig richtig fand, weil es eine humanitäre Geste war, den Menschen geholfen, die gekommen sind. Und es gab auch keine vernünftige Alternative dazu. Das und deswegen ist Dublin, worauf Sie sich beziehen, aber sie tot. Darf das nicht. Die Juristerei ist mir völlig schnurz, wenn es darum geht, Menschen zu helfen, um das mal klar zu sagen. Es geht hier nicht um Paragraphen, sondern es geht darum, Menschen zu helfen. Was reden Sie da? Und wenn wir die nach Österreich schicken, dann säuft Österreich ab und dann haben wir es in Slowenien. Und dann haben wir Szenen an den Grenzen, wo Familien Lassen Sie mich bitte ausreden. Sie reden beide gleichzeitig. Also ich würde gerne zu Ende reden. Sie darf das nicht. Mhm. Sie bricht die deutsche Verfassung. Und das deutsche Verfassungsgericht hat eindeutig gesagt, dass das nicht gemacht werden darf. Und dann kommt die Frau Merkel und sagt, alle sind eingeladen. Ich würde gerne bei den Zäunen bleiben und Herrn Sulik das Wort insofern erteilen, weil Sie gesagt haben, die Zäune sind die einzige Lösung, wenn Europa in 50 Jahren noch so aussehen soll, wie Europa aussehen, wie es jetzt eben aussieht. Das heißt, Sie sind ein Fan von Zäunen. Warum? Nicht ein Fan, aber es muss doch als Ultima Ratio möglich sein, auch über diese Möglichkeit zu diskutieren und nicht, wie Herr Stegner pauschal zu sagen, nein, kommt nicht in Frage. Ich denke, es ist auch keine gute Lösung, zwischen Deutschland und Österreich einen Zaun zu bauen. Aber darüber wird doch heute nur deswegen gesprochen, weil Europa in dieser Frage versagt hat, zu 100% versagt hat. Also entweder man sucht jetzt eine europäische Lösung und die heißt, die Grenze zwischen Bulgarien und Türkei endlich zu bewachen, die griechische Grenze zu bewachen, dann später die italienische. Oder wenn das nicht klappt, dann, also ich denke, Deutschland sollte handeln, nicht an der Gefahr sein.
Ich bin ganz froh, dass Ungarn gehandelt hat, weil das ist sozusagen die Zone südlich der Slowakei. Dass ihr auch davon nicht betroffen seid. Jeder rettet sich. Wer genau, sagt. Genau, Herr Bull. Jeder rettet sich. Ja, weil es wichtiger ist, die eigenen Leute zu retten. Als alle Hoffnung fallen. Lassen Sie mich bitte zu Ende ausreden. Bitte. Es ist wichtiger, die eigenen Leute zu retten, als die ganze Welt zu retten. So nicht. Das ist das Egoismus-Europa, was Sie beschreiben. Herr Stegner, schauen Sie, das, was Sie sagen, das klingt schön, das klingt humanistisch, aber das ist nicht praktikabel. Das ist ein populistisches Gelaber, was Sie sagen, aber nicht funktionsfähig. Humanismus sagen, ist Populismus? Alle herkommen. Es ist Egoismus, nein, was Sie, das, was Sie sagen. Hier. Ja, Egoismus, gut, aber Egoismus ist keine Straftat. Nee, es ist die aber Frau Merkel sollte zum Beispiel sich mal überlegen, wer sie gewählt hat und zu wessen Wohle sie handeln sollte. Ja. Und sie ist nicht dazu da, die ganze Welt zu retten. Sie auch nicht, Herr Blüm. Wenn ich den alten Adenauer und die nach dem Krieg, die wollten aus den Fehlern von Hitler und hinter ihnen und Stalin neben ihnen die Konsequenz ziehen, Europa zu einigen. Montanunion, die Rüstungsindustrie zu europäisieren, den Agrar. Aber all das würden Sie aufs Spiel setzen, wenn Sie sagen, wenn wir uns da nicht einigen, wenn die Slowakei zum Beispiel, die glaube ich 5,4 Millionen Einwohner hat, jetzt gerade 750 Flüchtlinge aufnimmt und sagt, das ist es, mehr wollen wir nicht, auf keinen Fall, das sind Merkels Flüchtlinge. Drei Gründe, warum? Dann rentiert sich auch. Der erste Grund ist, das wurde hier bereits erwähnt, und auch der Herr Bürgermeister, haben Sie das gefragt, je mehr wir die Flüchtlinge verteilen, je mehr wir versuchen, sie irgendwo unterzubringen, desto mehr kommen. Und, die kommen doch nicht, weil sie... Lassen Sie mich doch bitte ausreden. Bitte? Ich lasse Sie auch ausreden. Entschuldigung. Herr Mayer hat ja... Es ist ja nicht böse gemeint, aber ich kriege so wenig Wort, wissen Sie. Ich muss mich dann immer melden. Ja, ich bin jetzt ganz brav. Okay. Hat sich schon sehr deutlich. Herr Mayer hat ja auch vorhin hat die Dame versucht, ihn da festzunageln mit Libanon und so weiter. Aber ich denke, es ist schon richtig, Signale zu senden, dass nicht jeder nach Europa kommen darf. Und wenn jetzt Deutschland meint, es gibt eine Obergrenze und alle müssen herkommen können und so weiter, gut. Soll dann Deutschland bitte schon diese Flüchtlinge beherbergen, diese Migranten? Das ist das Erste. Der zweite Grund, warum Slowakei diese Pflichtquoten ablehnt, ist, dass das keine Lösung ist. Je mehr wir verteilen, desto mehr kommen. Und der dritte Grund ist, die slowakischen Bürger wollen das nicht. Die haben sich in einem Referendum, zwar nur in einem kleinen Dorf, aber es gibt ja auch andere Arten von Umfragen, die haben sich eindeutig ausgesprochen, nein, wir wollen das nicht. Das ist für mich viel wichtiger. Und wenn die Menschen leiden, soll man denen dort helfen. Das ist natürlich sinnvoll. Und das wir nehmen von Europa das, was uns passt. Man könnte den Ländern zum Beispiel so helfen, dass man sie nicht zuerst bombardiert. Ja? Libyen, Syrien, Afghanistan, Irak. Man muss doch nicht alle Länder der Welt bombardieren. Ja, dann wäre vielleicht Ruhe. So, Herr Stegner, der Herr Sulik ist, und die Position auch der Slowaken ist ja nicht die einzige. Die Österreicher sagen es nicht, aber sie stellen sich an die Seite und lassen alle durch und malen Schilder, wo Deutschland draufsteht. Die Franzosen gucken zu, was wir machen. Die Briten schotten sich in Calais am Tunnel ab. Das heißt also, es sieht so aus, als ob Angela Merkel mit ihrer humanistischen, humanen Position eigentlich in Europa im Moment relativ isoliert ist. Ist das so? Ich fürchte, es ist so. Großbritannien nimmt weniger Flüchtlinge auf als Schleswig-Holstein. Ich kann das gar nicht begreifen. Ist es denn dann richtig, dass man diese Position behält? Es ist deswegen richtig, weil dieses Europa hat nach schrecklichen Weltkriegen im letzten Jahrhundert, die uns Deutschland ja mit angerichtet hat, den zweiten selbst angerichtet hat. Nach diesen schrecklichen Weltkriegen haben wir heute ein Europa in Frieden und in Wohlstand. Mit Grundwerten. Unser Artikel 1 des Grundgesetzes heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Da steht nicht, die Würde des deutschen Normalbürgers ist unantastbar. Das ist eine großartige Entwicklung. Mit welchem Recht sagt unsere Generation heute, nein, wir wollen wieder Egoisten werden? Dieses Europa hat momentan 10% der Weltbevölkerung. Das geht Richtung 5. Wir haben vielleicht 20% Wirtschaftsleistung. Das geht Richtung 10. Wenn wir nicht unseren Wohlstand und den Frieden verlieren wollen, dann werden wir uns angewöhnen müssen, zu teilen mit dem Rest der Welt. Und es wird nur gehen, mit einer gemeinsamen europäischen Lösung. Und etwas, was älter ist als Herr Blüm, will ich hier mal sagen. Die SPD hat 1925 auf ihrem Heidelberger Parteitag beschlossen, wir wollen die Vereinigten Staaten von Europa. Das war damals richtig, es ist heute richtig und wir müssen es heute endlich tun. Wenn ich wüsste, es ist 1 Million Menschen in Europa, die müssen verteilt werden und am Schluss, dann bin ich der Erste, der sagt, okay, machen wir Verteilung nach Quoten und dann ist Schluss. Europa kann nicht die ganze Welt beherbergen. Das sind Hunderte von Millionen Menschen, die in Europa leben möchten. Wir haben doch keine Chance, die alle aufzunehmen. Ich will nicht in einem Europa leben, wo mehr Muslime geboren werden als Christen. Und ich bin Atheist dazu noch. Ja? Ich möchte nicht in einem solchen Europa leben. Ich möchte nicht in einem Europa leben, wo meine Kinder bis 70 oder bis 72 arbeiten müssen, um Sozialleistungen für irgendwelche, die angekommen sind, zu zahlen. Das mag vielleicht herzenslos klingen, aber immerhin ist es aufrichtig, was ich Ihnen sage. Und
Deswegen muss Europa sich schützen. Schützen. In diesem Fall, also wie schützt sich denn dann Europa in diesem Falle, also auf der Insel Lesbos beispielsweise, ja, die Griechen? 100 tote Kinder, ja, das ist doch eine Folge dieser humanistischen Politik, wo man so den Leuten... Lassen Sie mich bitte ausreden. Zynismus ist. Lassen Sie mich doch bitte ausreden. Ich kann ja einen Satz einwerfen, bitte, Herr Sulik. Besser als Populist zu sein und sowas zu labern, alle mal herkommen, ja? Das ist eine Folge dieser Politik, die den Menschen vorgaukelt dort, ihr seid hier alle willkommen und dann wollen alle herkommen und dann haben sie 100 tote Kinder. Die sind doch nicht, hat es vor einem Jahr 100 tote Kinder pro Tag gegeben oder vor 6 Monaten hat es die damals gegeben. Muss, es ist doch richtiger Zynismus, sich sowas anhören zu müssen. Sie sollten dem Mann nicht applaudieren, wenn Sie sowas sagen. Aber wer hier behauptet, die Menschen kämen wegen unserer tollen Sozialsysteme, das ist großer Unsinn. Sie kommen, weil sie in Not sind, weil da Bomben fallen, weil sie die Kinder schützen wollen. Das ist der Grund und nicht, weil wir so ein Sozialsystem haben. Ja gut, Sie haben 3 Söhne und wenn Sie dort wären, würden Sie auch flüchten. Würden Sie Ihre 3 Söhne da lassen oder Ihre Frau, Ihre Familie, würden Sie da lassen? Weil 72% deren, die kommen, sind doch junge Männer. Wo sind deren Familien? Das ist das Erste. Das Zweite, wenn jemand wegen dem Krieg flüchtet, warum muss er 4, 5 sichere, friedvolle Länder durchqueren, bis er endlich mal Frieden findet? Aber jetzt würde ich mal bitte gerne von der Lösung sprechen. Bitte die Lösung. Die Lösung ist folgende. Man muss Zentralzonen oder Zentralaufnahmelager, egal wie man das nennt, Einrichtungen errichten in Libanon, in Nordafrika, in Westsyrien, in der Türkei. Das soll ruhig die EU finanzieren. Da bin ich dafür, dass auch die Slowakei das mitfinanziert. Lassen Sie mich doch jetzt bitte. Ja, genau. Die EU garantiert die Sicherheit in diesen Lagern. Wenn slowakische Soldaten irgendwo auf Zypern sein können und Deutsche, was weiß ich, wo können die ruhig auch in diesen Lagern für Sicherheit sorgen, soll das die EU finanzieren. Das ist das Erste. Und das Zweite, man muss die Grenzen beschützen. Und alle, die ankommen, sofort in diese Zentrallager, dort Offshore-Lager zurückbringen. Das machen sie 2, 3 Mal. Niemand zahlt 3.000 oder 1.000 oder wie viel Dollar für eine Überfahrt, wo er sein Leben riskiert. Sie müssen die Menschen dort zurückbringen. Da können sie Asyl beantragen und da können sie abwarten, bis zum Beispiel die deutsche Administrative sagt ja oder nein.